So, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist soweit, die Kandidatinnen sind schon im Raum. Ich darf jetzt alle bitte zu mir vor die TV-Rückwand bitten. Bitte kommt zu mir. Bernhard Auringer, Kai-Michael Dankl, Herr Rupsch, bitte kommen Sie. Florian Greibich, bitte zu mir. Anna Schister. Der Herr Dürnberger ist da. Jawohl, kommt bitte alle näher. Oder links, rechts. Ja, bitte nachrücken. Ja, passt, passt. Der Herr Dransfeld ist auch da, vielen Dank. Wir bräuchten noch den Bernhard Auringer. Er ist schon im Raum, ist mir gesagt worden, er wird nur noch nicht durchkommen. Lieber Bernhard, bitte komm zu uns. So, wie angekündigt, gibt es jetzt ein kurzes Statement der Spitzenkandidaten. Die Ergebnisse sind hier abzulesen. Wir haben jetzt einen Auszählungsgrad von 90% bzw. 82%. Das ist noch ohne Wahlkarten, aber erfahrungsgemäß wird sich hier nur mehr im geringen Prozentbereich etwas verändern. Ich darf als erstes dem Bernhard Auringer sehr herzlich gratulieren und ihn um sein Statement bitten. Ja, geschätzte Damen und Herren, die letzten Wahlen, wo ich hier gestanden bin, ist es mir wesentlich schlechter gegangen wie heute. Wir haben sowohl bei der Partei als bei der Bürgermeisterwahl den ersten Platz errungen. Viele haben ja von einem Dreikampf geschrieben oder gesprochen. Ich habe den gesamten Wahlkampf ein sehr gutes Gefühl gehabt von der Bevölkerung her und insofern ist es heute für die Stadt der SPÖ ein sehr, sehr guter Tag. Ich bin mega stolz auf das gesamte Team. Es war unwahrscheinlich, was ihr alle gelaufen seid. Danke an die Wählerinnen und Wähler, die uns jetzt das Vertrauen geschenkt haben und natürlich die Bitte, auch zur Stichwahl nochmal hinzugehen. Die Wahlbeteiligung scheint ja auch dementsprechend gestiegen zu sein. Es ist auch ein guter Tag für die Demokratie. Und ich möchte es nicht verabsäumen, mich links und rechts bei den Kolleginnen und Kollegen für einen unwahrscheinlich sachlichen und ohne Untergriffe geführten Wahlkampf bedanken. Das war in den letzten Wahlkämpfen nicht so und ich glaube, so ist es auch eine gute Basis für die nächste Stadtregierung, die komplexen Probleme zu lösen. Vielen Dank an euch alle. Die heutige Salzburg-Wahl zeigt, immer mehr Menschen wünschen sich eine andere, eine ehrliche, eine soziale Politik. Eine Politik, die nach der Wahl auch lebt, was sie vor der Wahl verspricht. Und immer mehr Menschen sind auch bereit, anders zu wählen, damit die Dinge sich zum Besseren verändern. Ich möchte ein großes Danke sagen an alle Salzburger und Salzburgerinnen, die uns als KPÖ Plus heute ihre Stimme und auch ihr Vertrauen gegeben haben. Dieses große Vertrauen ist auch ein großer Auftrag, weil Politik ist kein Pferderennen, wo es darum geht, wer am Wahltag die Nase vorn hat, sondern Wahlen schaffen die Ausgangslage, was in den nächsten 5 Jahren in der Zeit nach der Wahl möglich ist. Und als KPÖ Plus wollen wir den Menschen eine Stimme geben, die sich von der Politik gar nicht mehr gehört fühlen. Die wachsende Zahl an Menschen, die mit der Teuerung, mit den steigenden Wohnkosten in der Stadt Salzburg nicht mehr mithalten können. Die Menschen, die mit zitternden Händen den Brief mit der nächsten Mieterhöhung oder mit der Stromnachzahlung aufmachen müssen, weil das Leben einfach zu teuer wird und das Geld kaum reicht, um durch einen Monat zu kommen.
Die Salzburger Stadtpolitik muss auch die Menschen am Schirm haben, die nicht superreich sind, die sonst keinen so guten Draht in die Politik haben und das ist nicht richten können. Und wir wollen als KPÖ Plus auch die Menschen vertreten, die uns heute nicht gewählt haben, die sich aber wünschen, dass man die Wohnungskrise, die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich endlich angeht. Wir haben als KPÖ Plus das Bild einer grundlegend besseren, einer gerechteren Gesellschaft. Und es ist die Arbeit vor Ort, wo man anfangen kann, die Dinge ein Stück weit gerechter zu machen. Und ich glaube, viele kommunalpolitische Ideen und Vorhaben sind ein Beitrag dazu, dass wir einen Schritt hin zu einem gerechteren, solidarischen Miteinander kommen. Vor 5 Jahren ist der KPÖ Plus der Sprung in den Gemeinderat gelungen mit einem Mandat von 40. So wie die Auszählung läuft, könnten das heute wesentlich mehr sein. Sowas ist nur möglich, wenn viele Menschen sich einbringen, viele Ehrenamtliche sich beteiligen. Und darum möchte ich ein großes Danke sagen an die ganzen Unterstützer und Unterstützerinnen, die in den letzten 5 Jahren bei KPÖ Plus ehrenamtlich dabei waren, Wegbegleiter und Wegbegleiterinnen, und auch eine Einladung aussprechen, nämlich an die Bürger und Bürgerinnen, sehr weiterhin, auch nach der heutigen Wahl, auch nach der Stichwahl, einzumischen, mitzumischen, weil je mehr wir sind, desto mehr kann man gemeinsam erreichen. Ja, vielen herzlichen Dank zunächst einmal den beiden Gewinnern der Wahl. Bernhard, alles Gute, gratuliere dir. Ja, und an dir gratuliere auch sehr. Ich muss gestehen, dass ich, wie ich da drinnen gewesen bin vor 10 Jahren, bei meiner Hochzeit mich wesentlich wohler gefühlt habe, nämlich gerade heute dieses Jahr vor 10 Jahren. Aber die Ehe war ja für die Ewigkeit gedacht und dieses Wahlergebnis ist einmal jetzt einmal statuiert für die nächsten 5 Jahre. Also ist nicht so von so einer derartigen Tragweite, wie so eine Wahl ist. Das geht sich auf jeden Fall aus. Jedenfalls möchte ich sehr herzlich danken, vor allem auch den ganzen Mitstreitern in der ÖVP, die die letzten Monate gelaufen sind. Das war für mich eine Berg- und Talfahrt von Anfang an. Ich bin vor 7 Monaten quasi in den Ring gestiegen. Ich danke sehr herzlich den 8.122 Salzburgerinnen und Salzburgern, die mich zum Bürgermeister gewählt haben. Es waren zu wenig. Mein Bekanntenkreis war aber ein Zehntel bis dorthin davon. Es ist also einiges dazugekommen. Man kann da schon was Positives auch daran sehen. Ich danke auch für die gute Zusammenarbeit, auch während des Wahlkampfes bei sämtlichen Podiumsdiskussionen. Ich glaube, wir haben uns anständig begegnen können. Und das sind wir auch der Salzburger Bevölkerung, glaube ich, schuldig. Weil es, glaube ich, wirklich sehr viele Themen zu aufarbeiten gibt die nächsten Jahre, wo es, glaube ich, notwendig ist, dass wir eine breite Zusammenarbeit brauchen jedenfalls. Es war für mich eine neue Lebenserfahrung. Ich habe gewusst, wer A sagt, muss auch B sagen. In der Politik geht es einmal rauf, geht es einmal runter. Dieses Wahlergebnis möchte ich nicht schönreden. Es ist desaströs, sage ich jetzt ganz offen. Ich bin nicht einer, der irgendwie um einen heißen Brei herumredet. Wohl weiß ich ja noch nicht alle ausgezählt sind und die Briefwahlen werden noch ausgezählt werden. Aber natürlich ist das etwas, mit dem ich mich nicht freue. Unser Wahlziel ist nicht erreicht worden, sowohl was die Bürgermeisterwahl anbelangt, auch als auch die Gemeinderatswahl. So ist die Demokratie. Ich habe das so hinzunehmen. Gratuliere jedenfalls den beiden anderen. Und ja, ich hoffe, dass wir wirklich in den nächsten 5 Jahren gemeinsam was in Salzburg weiterbringen werden. Ich stehe jedenfalls beiden zur Verfügung, dass wir da gemeinsam zusammenarbeiten werden, auch mit den anderen. Vielen herzlichen Dank. Ja, wir sind als freiheitliche Partei in der Stadt Salzburg angetreten, um dazu zu gewinnen. Das ist uns gelungen. Also wir gehören definitiv zu den Gewinnern des heutigen Abends. Deshalb möchte ich auch wirklich allen Danke sagen, die mitgeholfen haben beim Wahlkampf, wirklich allen, die sich wirklich hineingehaut haben für uns. Ich habe die Partei vor 6 Monaten übernommen und wir haben hier deutlich zugewonnen. Also ich bin gespannt, was wir dann erst in 5 Jahren erreichen können. Und ich möchte, das gebietet natürlich die politische Höflichkeit, auch den anderen Gewinnern des heutigen Abends alles, also beglückwünschen Sie natürlich zu einmal den Herrn Auinger für den 1. Platz natürlich, als auch dem Herrn Dankl für seine deutlichen Zugewinne. Wir werden unseren Kurs weiter fortsetzen, nämlich eine deutliche, freiheitliche, eine patriotische Politik, eine deutliche Sichtbarkeit unserer Kernthemen
in der Stadt Salzburg sicherstellen, egal wer dann in der Bürgermeisterwahl gewinnen sollte. Aber das sage ich auch nochmal deutlich, wir sind natürlich nicht dafür, dass ein kommunistischer Bürgermeister die Stadt Salzburg regiert. Danke. Ja, einen schönen Nachmittag. Ich möchte mich an allererster Stelle bei unserem Team bedanken. Wir haben einen unglaublich engagierten Wahlkampf geführt. Wir haben sehr viel Zuspruch bekommen auf der Straße. Ich habe das Amt als Baustadträtin vor 14, 15 Monaten übernommen. Es ist kein einfaches Amt und es war mir wichtig, hier Verantwortung zu übernehmen und bin mit großem Respekt in diese Aufgabe hineingegangen. Wir haben wirklich, wirklich engagiert Wahl gekämpft und ich glaube, das Ergebnis ist jetzt noch offen. Wir haben immer gesagt, unser Wahlziel ist nicht, dass ich Bürgermeisterin werde, sondern dass wir Teil dieser Stadtregierung bleiben, weil wir davon überzeugt sind, dass Klimaschutz, Verkehrswende, leistbares Wohnen, soziale Gerechtigkeit in dieser Stadtregierung vertreten sein muss. Für die echte Verkehrswende, für Klimaschutz stehen nur wir. Und ich denke, es ist momentan noch offen, das Rennen um Platz 4. Es ist noch möglich, dass wir in die Stadtregierung einziehen. Deswegen kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht mehr dazu sagen. Ich möchte allen meinen Kollegen herzlich gratulieren. Ich finde auch, da bin ich bei dir, Bernhard, es war ein ausgesprochen fairer, sachlicher Wahlkampf. Das haben wir in Salzburg nicht immer so erlebt. Und ich denke, das ist ein gutes Zeichen, wenn wir in der Demokratie, in der Sache streiten, aber nicht persönlich übergriffig und untergriffig werden. Ja, schönen guten Abend. Ein Neustart braucht Zeit, das haben wir gesehen. Wir sind letztes Jahr aus dem Landtag geflogen, haben uns neu aufgestellt und haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten gekämpft für einen Neustart inhaltlich mit neuen Leuten und einem tollen Team, dem ich an dieser Stelle sehr, sehr herzlich danken möchte. Auf der anderen Seite, obwohl wir unser Wahlziel von 2 Mandaten halten nicht erreicht haben, haben wir mit ziemlicher Sicherheit ein festes Mandat und das ist ein Auftrag. Ein Auftrag der Salzburgerinnen und Salzburger an uns Neos, an mich als Person und daran heißt jetzt für uns dranbleiben. Dranbleiben, um das Zünglein an der Waage zu sein, dranbleiben, um die liberale Mitte zu vertreten und dranbleiben, um die richtigen Entscheidungen zu forcieren und damit Mehrheiten generieren zu können. Zusätzlich ist auch unsere Landessprecherin, die Lisa Aldali, heute beim ersten Antreten mit ihrer Bürgerliste Unken in Unken in den Gemeinderat eingezogen. Wir sehen also, es gibt Rückhalt auch außerhalb der Stadt und deswegen werden wir versuchen, dran zu bleiben an den Themen und ich freue mich auch auf die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen im neuen Gemeinderat. Auch ich möchte mich bedanken als kleinste Fraktion, die wahrscheinlich in den Gemeinderat kommen wird. Ich weiß es aber auch noch nicht, deswegen freue ich mich nicht zu früh. Wir haben am vergangenen Freitag unser kleines Team zu 10 haben wir Wahlprognosen gemacht und wir waren gründlich daneben, kann ich also auch sagen. Unsere Wahlprognose war anders. Von meiner Seite als kleinste Fraktion, wie immer, ich bin für gute Zusammenarbeit. Ich habe nie auf die Farbe geschaut, sondern auf das Thema und auf die Idee. Und wenn die Idee gut war, habe ich sie unterstützt, weil in unserer Ebene der Gemeinde ist die Farbe nicht so wichtig aus meiner Sicht und so wollen wir es auch weiterhalten. Und ja, mein Thema bleibt wahrscheinlich die Kontrolle. Danke. Dankeschön. Ja, Ziel nicht erreicht. Das Erste, ich gratuliere den beiden Bürgermeisterkandidaten zur Stichwahl, Herrn Dankel, Herrn Auinger. Ich gratuliere auch der Salz und wünsche Ihnen alles Gute für den Einzug, wo der noch offen steht. Ja, was heißt das jetzt für uns? Wir haben gekämpft, wir haben starke Themen gehabt, sehr hoch engagierte Leute. Wir sind aber ein bisschen spät in den ganzen Wahlkampf gestartet. Wir hatten das Problem, Aufmerksamkeit für unsere Themen zu erwirken. Wir sind mit einem kleinen Team gestartet. Trotzdem sage ich jetzt den mehreren hundert Vordenkern, die uns gewählt haben,
Ich werde nicht hinschmeißen. Wir bleiben an den Themen dran. Ich sage das auch ganz klar in Richtung MFG und MFG Salzburg. Wir werden unsere Themen weiter ausbauen. Der Herr Dankel hat von bürgerlicher Beteiligung gesprochen. Wir machen halt wieder auch außerparlamentarische Opposition. Das können wir gut. Und da werden wir da auch unsere Themen vorantreiben. Und ich wünsche mir jetzt vor allem einen Bürgermeister, der das Thema S-Link zum Stoppen bringen wird. Dankeschön. Gut, dann sage ich noch einmal ganz herzlichen Dank für alle Anwesenden, die gekommen sind. Und jetzt gehören Sie der Meute. Vielen Dank.